Tanzparkett noch nicht gegeben. Argentiniens bessere Kreise wandten sich empört ab. In seiner Heimat als Tanz für Prostituierte und Messerstecher verschrien, avancierte er erst im avantgardistischen Paris, Anfang des 20. Jahrhunderts, zum Modetanz und eroberte von dort aus die ganze Welt. In Paris erlebte er damals seine erste Renaissance, heute, ein Jahrhundert später, in Berlin. Denn wie Debra und Emiliano im grünen Salon an der Volksbühne haben sich mittlerweile viele Tango-Tänzer und Musiker aus dem krisengeschüttelten Buenos Aires hier niedergelassen.